Du benutzt die neueste Version von WhatsApp oder anderen Apps, möchtest aber gerne ältere Versionen der App verwenden? Oder hast du Probleme beim Herunterladen der älteren App-Version? Keine Sorge, wir haben Tipps, wie du ältere App-Versionen ganz einfach auf dein iPhone bekommst. Fangen wir an. Vielleicht kennst du die Methode, ältere Apps-Versionen über File IPA herunterzuladen und mit einer Drittanbieter-App wie Scarlett zu installieren, ähnlich wie bei der Installation von Software auf einem Windows-Computer. Aber das iPhone ist bei Apps von Drittanbietern sehr streng. Du hast vielleicht Probleme mit den Installationsoptionen, die nicht angezeigt werden, oder du musst dein Handy jailbreaken oder die Einstellungen anpassen. Auch wenn du die App installiert hast, kann sie vielleicht nicht funktionieren. Deshalb werde ich eine bessere und sicherere Methode vorstellen. Zweite Methode: Herunterladen beliebiger Apps mit iCareFone. Du kannst iCareFone dafür verwenden. iCareFone ist ein iPhone-Dateimanager, der eine Vielzahl von Funktionen enthält. Es kann dir beim Sichern, Übertragen und einfachen Herunterladen der gewünschten App auf dein iPhone helfen. Du kannst iCareFone einfach von dem Link in der Beschreibung herunterladen und es auf deinem PC oder Mac ausführen. So wird sie verwendet. Schließe dein iPhone an den Computer an, öffne dann iCareFone und es wird dein Handy erkennen. Wähle die App-Funktion aus. Hier kannst du alle Apps verwalten, die du auf dem Handy hast. Öffne den App Store auf der linken Seite. Suche die gewünschte App, zum Beispiel WhatsApp. Wenn die alte Version auf iCareFone verfügbar ist, wird sie auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn du bestimmte WhatsApp-Versionen suchst, kannst du den Versionscode in die Suchleiste eingeben. Ich habe die alte Version heruntergeladen. Nach dem Klicken auf das Download-Symbol wirst du aufgefordert, dich bei der Apple ID anzumelden, um sicherzustellen, dass die ID auf ältere Versionen der App zugreifen kann. Wähle die gewünschte Version aus und beginne den Herunterladen. Du kannst auch einige Apps herunterladen, die je nach Region eingeschränkt sein können, wie zum Beispiel TikTok. Deshalb werde ich dir hier nur den Prozess zeigen. Sobald der Download fertig ist, wird die App auf dem Home-Bildschirm des iPhones angezeigt und du kannst die gewünschte App nutzen. iCareFone wird in Zukunft weitere herunterladbare Versionen und Anwendungen hinzufügen. Er sammelt derzeit Anfragen für bestimmte Versionen, also gib bitte in den Kommentaren an, welche Anwendung und welchen Versionscode du brauchst. Wir werden dafür sorgen, dass das technische Team deine Anfrage erhält. Mit iCareFone kannst du nicht nur ältere Apps erhalten, sondern auch Fotos und Videos übertragen, Dateien verwalten, den Status des Handys überprüfen, Klingeltöne einstellen und vieles mehr. Lade es jetzt über den Link in der Beschreibung herunter, wenn du es brauchst. Okay, jetzt kommt der Profi-Tipps-Teil. Wenn du ein älteres iOS-Gerät hast, zum Beispiel ein iPhone mit iOS 15, und Probleme beim Herunterladen einer App hast, kannst du sie auf einem neueren Gerät mit derselben Apple ID kaufen und dann über dein Profil auf dein altes Gerät herunterladen. Danach kannst du diese App einfach mit iCareFone herunterladen. Das ist alles. Ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.